Schock für Bauherren und Bauwillige. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, sorgte diese Woche für Schlagzeilen. Anträge für die Bundesförderung für effiziente Gebäude werden ab sofort nicht mehr bewilligt. Das betrifft sowohl den Neubau energieeffizienter Häuser, hier wäre die Förderung ohnehin diesen Monat ausgelaufen, als auch die energetische Sanierung von Altbauten. Aber was bedeutet das für Häuslebesitzer und welche Auswirkungen hat das auf geplante Bauprojekte? Wir haben nachgefragt. Die alte Weberei in Tübingen, Lustnau. In diesem Stadtviertel aus den 2010er Jahren ist Energieeffizienz Standard. Das ist aber nicht überall so. In vielen Wohnvierteln bringen nach und nach Hausbesitzer ihre Häuser und Wohnungen auf den energetisch neuesten Stand. Doch die jüngste Meldung von der KfW sorgt für Verunsicherung. Grundsätzlich bedeutet diese Meldung, dass für Leute, die ihr Haus sanieren möchten, zu einem Effizienzhaus, oder neu bauen möchten, aktuell keine Förderprogramme zur Verfügung stehen. Zwar sollen die Förderprogramme für Gebäudesanierung kurzfristig wieder neu aufgelegt werden, doch bis eine neue Förderlandschaft für energieeffiziente Neubauten aufgelegt werde, würde es länger dauern. Und hier ist die Regierung gefordert, sehr schnell eine Lösung zu entwickeln, um einerseits die Sanierung von Gebäuden wieder möglich zu machen und auf der anderen Seite auch ein System zu entwickeln, was für den Neubau einen ordnungspolitischen Rahmen und eine Förderlandschaft schafft, die wiederum die Balance findet aus Ökologie, Ökonomie und sozialen Themen. Für private Bauherren bedeutet die momentane Situation keine Planungssicherheit. Und das heißt, geplante Vorhaben werden erst einmal auf Eis gelegt. Das bekommt auch die Baubranche zu spüren. Wir haben Rückmeldungen bekommen von ganz unterschiedlichen Seiten. Natürlich sind viele Hausbesitzer und auch Bauherren verunsichert diesbezüglich, aber uns reichen auch Rückmeldungen aus der Branche, aus Handwerk und Energieberatung, die jetzt vor weggebrochenen Aufträgen stehen. Der Grund für den Programmstopp der KfW ist der Erfolg des Programms. Die Anträge, die im Januar gestellt wurden, überstiegen die bereitgestellten Mittel bei weitem. Kritik kommt aus der Landesregierung. Bauministerin Nicole Razavi fand die Ankündigung etwas unglücklich. Wenn jemand einen Antrag auf Förderung, KfW-Förderung gestellt hat und es auch in seiner Kalkulation für die Wohnungs- oder Hausfinanzierung mit einkalkuliert hat, den Kreditvertrag darauf ausgelegt hat, dann braucht es hier Verlässlichkeit. Sie habe aber das Gefühl, dass man sich auf Bundesebene noch einige und verständige, wie man die Finanzierungslücke schließe, so Razavi. Gerade im sozialen Wohnungsbau brauche man Beständigkeit.